Go. Wir sollten online sein, lieber Patrick. Es ist mir eine Ehre. Ja, ich glaube, wir sind live, ja. Und ja, schön, das sind schon einige anwesend. Das ist ja toll. Was ich so sehe, sind schon einige Zuschauer. Hallo, ihr Lieben. Hallo, Und gleich zu Beginn willkommen. stelle ich mal meine übliche Frage. Anna, Moment mal. So. Hört ihr uns gut? Denn da hatten wir schon einmal eine kleine Herausforderung, dass es nicht so geklappt hat. Lassen wir uns überraschen. Bitte um kurze Kommentare. Und eines ist ganz wichtig, wenn ihr kommentiert und ihr seid auf einem geteilten Video, bitte klickt ins Video und kommentiert dann dort. Dann sehen wir das auch, ja, wenn jemand kommentiert. So. Gut zu hören und gut zu sehen. Dankeschön, Lavea. Das ist sehr fein. Patrick, es ist so schön. Es ist dein erstes Live-Video, hast du mir gesagt, ja? Ganz genau, mein allererstes. Und Was ich für freue ein. mich schon sehr, passt ja perfekt. Mann, das ist ja echt eine Ehre, ja, dass wir das erste Live-Video mit dir machen dürfen. Und dieses Wir mag ich ganz kurz erklären. Und zwar, wir sind ich, Yvonne van Dijk, ja, von Vibrating Music. Und da ist auch der Andy Eicher und die Bettina Eicher. Und wir drei haben uns so zur Aufgabe gemacht, mit dem Klangei und mit unserem kleinen, feinen Musiklabel für Good Vibes zu verbreiten. Das ist so wirklich unsere Aufgabe, die wir von Herzen gerne machen. Und es war uns eine riesen, riesen Freude und Ehre, dass der Patrick mit seinem Album Stern mit Staub eine kurze Weile bei uns im Plattenlabel war. Und es ist unsere große, große Freude, dass er festgestellt hat, hey, er kann das ganz alleine, da braucht es wirklich kein Plattenlabel. Und die Connection, ja, die Verbundenheit, die ist einfach da. Und so haben wir letztes Jahr zum ersten Mal dieses wundervolle Konzert machen dürfen in Steyr. Das Theaterkonzert ist wirklich atemberaubend schön, war total ausverkauft, ein Fest. Und heuer wieder das CD-Release-Fest zu deiner wundervollen neuen CD, Samurai. Wo wir vorher schon gesprochen haben, ihr habt mir heute schon zu Tränen gerührt mit dem wunderbaren Video zu dem Song, wo dein Opa der Hauptdarsteller ist und deine Oma. Und da freuen wir uns riesig darauf, dass du mit uns wieder die Geburtsstunde dieser CD feierst, ja. Und Patrick, also Seon, glaube ich, ja, muss ich nicht vorstellen, wollte ich jetzt sagen, weil du doch schon sehr bekannt bist. Doch ganz kurz, ja, der Patrick ist für mich einer, also der Künstlername ist Seon und ist für mich einer der, ja, weil ich vorher gesagt habe, die Verbundenheit ist da, ja, diese Connection, das ist so ein Lieblingswort von mir. Und du bist auch einer, der immer Brücken baut. Ich habe heute auch deinen Newsletter gelesen. Und da schreibst du ja auch von dieser Verbundenheit von Brückenbauen zwischen den Welten. Genau. Und das ist wunderbar. Lieber Patrick, ich freue mich sehr auf diese Zeit, die wir jetzt hier gemeinsam verbringen mit den Zusehern und Zuseherinnen, die schon da sind. Und sicherlich all denen, die das dann später noch nachsehen, denn das können sie natürlich auch. Ach cool. Ja, das Das ist ist ganz, ganz toll. Ja, es bleibt einfach bestehen und kann man dann noch weiter teilen. Es ist Ah, wirklich cool. Voll schön. ja. Cool. Ja, mich Ja, freut's auch sehen. bitte unbedingt, Patrick, ja. Ja. Und zwar das Schöne ist, wir hatten ja letztes Jahr eben dieses gigantische Konzert an meinem Geburtstag und damit das alle nochmal verstehen, so ich habe dann eben meine eigene Plattenfirma gegründet, Seon Music, und wir bleiben eben komplett in der Verbindung, was total schön ist, und so kooperiert jetzt Vibrating Music mit Seon Music für dieses große Event. Und das ist deswegen so cool, weil es eben letztes Jahr wirklich eines meiner allerschönsten Konzerte bisher überhaupt in meiner Karriere war. Dann haben wir überlegt, wann setzen wir das Datum für buchen. Dann haben wir den 16. Juni ausgesucht. Und erst im Laufe des Frühjahrs hat sich dann herausgestellt, dass mein Album Samurai am 15. Juni veröffentlicht wird. Und dann lag auf der Hand, okay, machen wir wieder die Welturaufführung und Weltpremiere und Release Party in Steyr.
Und das ist eben das ganz, ganz Besondere, weil der Raum, der Ort, da hat halt so eine Magie. Ich liebe ja Theater eh. Und gerade da ist es halt, das ist halt die Krönung eines Theaters, weil es noch zwei Logen hat und so unfassbar schön ist. Andi Eicher mischt es dann da. Und es gibt einen Trailer auf YouTube. Du hast ihn, glaube ich, auch schon gesehen. Den haben wir ganz frisch gemacht. Ja. Der heißt Seen Samurai Tour Trailer. Können alle mal auf YouTube anschauen. Da sieht man nämlich die Bilder vom letzten Jahr ganz toll und kann da so ein bisschen reinfühlen, was da dieses Jahr auf einen zukommt. Aber nur ein bisschen reinfühlen, denn für dieses Jahr haben wir ja wieder einige Überraschungen bereit. Ja, und da ist die Frage, wie viel wir da jetzt schon ausplaudern. Aber ich finde das so schön. Es ist wirklich so für mich immer auch so ein Zeichen, ja, wenn die Zufälle so zusammenspielen und die nennen es dann Coincidence Control Center, das Zufallskontrollzentrum, es einfach so gut meint mit uns. Ja. Und das auch dieses Jahr wieder. Und da wird sicherlich alle, die da sind und die mit uns gemeinsam feiern und tanzen, das Leben und die Geburtsstunde deiner neuen CD, das wird sicherlich einfach wieder Magic werden, ja. Doch zu dir noch, Patrick, ja. Denn mich hat jetzt erst jemand gefragt, wofür steht Seon, dieser Name? Für Sensitivität, Energie, Orientierung und Mut. Schön. Ja, der Mut, auch so das zwischen den Welten zu wandern, ja, und Brücken zu bauen, da bist du für mich einer, der das einfach vorlebt und anderen so viel Mut macht, ja. Und da passt auch sehr gut natürlich dann der neue Titel dazu, Samurai, ja. Und da mag ich dich auch fragen, ja, was bedeutet es für dich, ja, diese neue Titel? Ja, also das Besondere ist, weil du auch das Brückenbauen angesprochen hast, die Zeile im Titelsong, im zweiten Song auf der CD, lautet im Refrain zum Beispiel, mit nichts außer Liebe als Rüstung vor Gift baue ich zwischen den Welten die Brücken aus Licht. So. Das trifft es ganz gut eigentlich. Und Samurai deshalb, weil Samurai prinzipiell der Dienende heißt. Und als das sehe ich mich, ein dienender, friedvoller Krieger der Liebe. Und viele sagen natürlich, ja, okay, Krieger und Kampf soll nicht sein, man soll keinen Widerstand leisten, bin ich voll dabei, sehe ich auch so. Und es geht mir auch nicht um den Widerstand gegen etwas, sondern einfach um die entschlossene Kraft für etwas einzustehen und seinen Weg zu gehen und für seine Werte eben auch einzustehen. Und das führt zu den Tugenden der Samurai. Ich habe die hier auch auf meinem Schreibtisch stehen übrigens. Die sind auch in meiner CD, hier sieht man die. Und zwar ist es Aufrichtigkeit, also es sind 7 Tugenden, Aufrichtigkeit, Mut, Güte, Höflichkeit, Wahrhaftigkeit, Ehre und Treue. Das sind die Tugenden der Samurai. Und die habe ich auch nochmal in meinem Album selbst, also im Cover, und die sind eben relativ nah auch an meinen Werten. Und für mich persönlich ist das einfach ein sehr stimmiger Begriff gewesen. Abgesehen davon bin ich ja als Logopäde so ein großer Sprachfetischist. Und ich weiß nicht, ob es schon allen aufgefallen ist, aber ich liebe eben die Alliteration. Also S als mein Anfangsbuchstabe im Namen soll eben auch immer der Anfangsbuchstabe des Albums sein. So gab's Seom Spirit, dann Seom Sternenstaub und jetzt Seom Samurai. Das ist mir noch nicht aufgefallen, ja, obwohl ich da wirklich auch ein Fable habe. Ja. Ganz toll. Aha. Ja. Und ich habe auch früher in Alben so S-Alliterationen gehabt, wo ich ganze Songs so gemacht habe, dass jeder Buchstabe, also jedes Wort mit dem S anfängt. Also Seon seinerseits sieht sich selbst, seit seiner Selbsterkenntnis als steht, selbstsicher, souverän, so und so weiter und so fort. Und das ist in den Albumtiteln geht es jetzt weiter fort sozusagen, als kleine Insider-Info für alle da draußen. Ah, schön. Das ist auch etwas, das ich immer so genieße bei dir. Es gibt viele Künstler, die dann auf der Bühne, also diese Pausen, ja, zwischen den Songs nicht füllen. Und bei dir ist nie eine Pause, ja. Auch wenn es still ist, ist keine Pause, weil du durch deine Geschichten zu den Liedern ja so viel auch an Spirit und an Energie reinbringst, dass dieses Fest einfach wirklich nur mehr zu feiern ist, ja. Und wenn ich dann letztes Jahr denke, wo wir da wirklich alle nur mehr gestanden sind und getanzt haben, das war einfach wirklich nur schön. Und das, obwohl das sicherlich viele waren, die sagen, also Rap mag ich gar nicht. Ja, das höre ich ständig. Ja, ich weiß. Ja. Aber das und, gefällt mir sehr gut, höre ich dann immer. Ja, und da sind wir wieder beim Brückenbauen, oder? Und das ist so schön, genau, dass du die Leute da aus ihren Denkmustern auch ja, rausbringst und eben da wieder die Brücken baust, ja. Und umgekehrt wird es in der Rap-Szene natürlich auch sein, also der da für Texte. Ja. Ja.
Und das ist eben das Schöne, dass man da wirklich die Welten wieder verbinden darf. Und das machst du wirklich so schön. Ich habe mir da noch ein paar Schummelfragen aufgeschrieben. Und zwar, bin schon total neugierig. Wir haben ja einen Special Guest diesmal. Wieder. Und zwar die Naomi. Yes. Kannst du etwas zu ihr erzählen, ja? Und wie das kam? Denn das habe ich so lange nicht mitbekommen, ja, dass sie auch live dabei ist und freue mich total auf sie. Also ich wollte schon immer mal auf eine Sängerin haben, die in einigen Songs sogenannte Backing Vocals singt. Das bedeutet, die ist in einigen Songs mit drauf und Stimmen, die du vielleicht als Hörer gar nicht direkt wahrnimmst. In dem Song Goldenes Herz, der heute ja veröffentlicht worden ist, ist sie auch im Refrain. Du hörst im Refrain so eine ganz hohe Stimme, das klingt wie so ein Chor. Im Refrain, immer wenn ich sage, erkennt mein goldenes Herz, kommt diese Stimme. Da kann jeder mal zu Hause jetzt dann nach dem Interview nochmal reinhören. Und das sind so ganz feine Backing-Spuren. Und bei manchen Songs ist sie lauter zu hören, bei manchen leiser. Sie klingt wie so ein feiner Chor einfach. Und bei zwei Songs ist sie richtig laut zu hören. Da singt sie die Refrains mit. Einmal rappt sie auch kurz mit. Und mir war eben ganz wichtig, dass ich da eine stimmige Sängerin finde, die gut zu mir passt und die halt auch diesen Vibe voll fühlt. Und da war ich letztes Jahr am Attersee in Österreich und bin da aufgetreten, wo auch Robert Beetz war, den haben wir da getroffen. Ja. Und dann hatte ich da einen Verkaufsstand auch und kurz vor dem Konzert kam die Naomi zu mir, ich kannte die noch gar nicht, und hat sich eben mir vorgestellt und sagte, ich studiere Musik in Wien und ich finde deine Musik ganz toll und ich mache eben auch selbst Seelengesang und habe eine klassische Gesangsausbildung und bin eben Musikerin und würde total gerne was mal mit dir machen. Und das hat sich sofort gut angefühlt. Dann hatte ich 2 Monate oder 3 Monate später ein Konzert in Wien, da haben wir uns dann wieder getroffen. Dann war sie bei uns im Hotel so gejammt und haben das ausgespielt. Das hat perfekt gepasst. Dann habe ich geschrieben. Und so ist es jetzt geschehen, dass sie mit 5 Songs auf meinem Album ist, also bei 5 Songs mitwirkt sozusagen. Den mit und dann hast du sie eben im Hintergrund. Sie wird einmalig, oder nicht einmalig, aber erst einmal in Steyr beim Release-Konzert wird alles. Also ich habe jetzt leider, ich habe da Tonstörungen gehabt, ich habe den letzten Part nicht verstanden. Ich hoffe, für alle anderen war es jetzt gut verständlich. Ich hoffe, das liegt am Internet in Furt, denn das ist so, wie es heißt, sage ich immer. Und ich freue mich in jedem Fall auf die Naomi, dass sie dabei ist. Ja? Und es ist auch eine Vorband dabei, die mir ganz, ganz wichtig ist, ja. Denn Hausmund spielt vorher und Hausmund ist die Edith und das ist ihr allererster Auftritt. Mm. Und diese Frau ist einfach auch eine Zauberfrau. Ja? Sie singt ihr Herz und sie schreibt Texte. Ich bin schon so gespannt und freue mich so, ja, dass ihr euch begegnet auch. Und dass sie in diesem Rahmen zum ersten Mal auftreten kann, ja, das ist einfach schön, dass das möglich ist, ja. Patrick, jetzt hat die Stefanie geschrieben, das ist ja auch kein Rap, das ist deutscher Sprechgesang. Wie auch immer, es ist schön, ja. Und die Vibes kommen an und das ist das Wichtigste, ja. Ja, lieber Patrick, und ich bin sicher, dass da an diesem Abend noch ganz viel entstehen wird, ja, und eben wundervolle Begegnungen. Und das bei weitem mehr ist als ein Konzert, ja, sondern wirklich ein Fest, ja. Ja, und es wird auch an dem Abend einige Songs geben, die ich normalerweise nicht live spiele. Also ich spiele ja, wenn ich auf Tour bin, natürlich so eine Auswahl vom neuen Album, vom alten Album und von ein paar Klassikern. Und ich habe mir jetzt für Steyr so ein XXXL-Programm zusammengestellt. Das heißt, ja. da hört man wirklich einzigartig alle Songs mit der Vivian, also mit der Naomi, ja, und zusätzlich Songs, die ich eben normalerweise nicht live spiele vom neuen Album und natürlich von Sternenstaub und Spirit auch die Songs, wow, die Leute natürlich am meisten lieben. Und da freue ich mich ganz besonders, dass da mit den Leuten zu sein. Es gibt übrigens noch Karten, das haben wir gleich noch gar nicht gesagt. Wenn sich jemand noch anmelden will, kann er sich jetzt noch Tickets ordern. Ja, bitte, unbedingt. Es gibt Karten. Ich blende ein, wo ihr sie bekommt, ja. Tada. Und ein bisschen scrollen, damit ich das finde. Aber ich füge dann unten den Link noch ein, ja, dass ihr den leichter findet. Und
Ihr könnt natürlich auch schon das Album bestellen, oder? Yes, ganz genau. Ja. Und auch das blende ich ein auf seon-music.de. Und das ist so schön, wie du, also ich finde es faszinierend, wie du diese Alben jeweils verschickst. Das ist nicht einfach, okay, ihr bestellt sie, schicke ich das, sondern jede einzelne CD. Ach, erzähl selbst, Patrick. Das ja, genau. Jede CD wird nicht nur signiert, sondern ich habe mir diesmal wirklich überlegt, dass jede CD eine individuelle eigene Widmung bekommt. Das bedeutet, ich schreibe wirklich jeden Tag ungefähr 100 Widmungen auf CDs und versuche, jede einzelne individuell zu gestalten. Und das ist total abgefahren, weil man sollte ja meinen, dass nach 50 CDs einem nichts mehr einfällt. Und es kommen zwar manchmal Sätze doppelt vor, aber ich versuche wirklich jeden Tag 100 neue zu kreieren. Und das ist für mich auch total cool. Das ist ein bisschen wie bei den Yogi-Tees, wenn man die kennt, so, dass ich halt so eigene Affirmationen kreiere und mir das total Spaß macht. Ich habe dann Meditationsmusik laufen und beschrifte dann eben diese 100 CDs mit wunderschönen eigenen Sätzen für die Menschen. Und das wird dann so nach Zuführungsprinzip an die jeweiligen Bestellungen verteilt. Und so signiere ich gerade jeden Tag, bin ganz fleißig. Wir haben auch viele neue Flyer gemacht, Aufkleber gemacht, die alle mit dazukommen gratis. Und jetzt hat Johanna nochmal ganz neue gemacht. Die kommen nächste Woche, die werden noch alle mit eingepackt. Und dann gehen schon Ende nächster Woche die ersten Pakete raus in die Welt. Ja, und mit mir geht schon wieder die Idee-Realistin durch. Ja. Ich habe gedacht, Mensch, Patrick, schreib die gleich alle auf und mach ein Kartenset daraus. Das wäre ein großes Kartenset. Ja, das wäre ein großes und das ja zum Mischen vielleicht etwas schwieriger, aber sicherlich wunderschöne Affirmationen, ja. Und die wirklich jeder dann ganz ja nach Zufall, also nach Zuführungsprinzip, wie du so schön sagst, eben diese ganz persönliche Widmung erhält. Traumhaft schön. Genau, und ich bin noch. Entschuldige. Bitte. Ich bin total happy über die ganzen Vorbestellungen, weil ich das sehr zu schätzen weiß. Da ich jetzt ja meine eigene Plattenfirma habe, gibt es ja das Album erstmalig nur bei mir. Also du bekommst es nicht über Amazon und nicht im Laden und auch nicht bei Spotify und iTunes und so. Das ist einfach deshalb auch gemacht, weil ich den Gegenpol darstellen möchte, dass die Leute auch wirklich wieder verstehen. Bei Spotify beispielsweise hat man als Kunde natürlich einen super Luxus. Man zahlt einen Zehner und bekommt Millionen von Songs. Aber der Künstler, und daran denken halt nicht so viele, bekommt halt fast nichts davon. So, und das Album, das ich gemacht habe, habe ich mit meinem privaten Geld bezahlt und es hat so viel gekostet, da könntest du dir ein schönes, fettes, neues Auto von kaufen, nur von der CD-Produktion. Und das ist Geld gewesen und deswegen finde ich es so schön, wenn man da was gibt und wieder was zurückbekommt. Und deshalb habe ich mir was ganz Tolles überlegt, dass in diesem Album jetzt eben ein Download-Code enthalten ist, mit dem du das Album zusätzlich digital auf meiner Homepage gratis downloaden kannst. Du hast also das Booklet mit allen Texten, du hast die CD, die super toll geworden ist, und du hast den Download-Code und somit einfach eine super Alternative zu Spotify. Und ich will das nur kurz erklären. Die Menschen dürfen halt auch wieder anfangen, lokal zu supporten. Das bedeutet einfach auch bei dem Bäcker deines Vertrauens um die Ecke einzukaufen und nicht bei einer riesen Bäckereikette und wieder beim kleinen Supermarkt, der vielleicht die Sachen aus der Region holt und eben auch nicht alles bei Amazon bestellen, sondern bei dem kleinen Bücherladen ums Eck. Und ich finde, dass wir Künstler oder die Leute, die produzieren, halt auch anfangen dürfen, da erstmal eine Möglichkeit zu eröffnen. Und deshalb habe ich mich dazu entschieden, dass man das nur bei mir bekommt und ich aber alles dafür tue, dass derjenige, der sich bestellt, auch einen rechten Mehrwert hat. Das bedeutet also, er hat CD, Download-Code, eigene Affirmation, Aufkleber, Flyer. So viel würdest du nie bekommen, wenn du es irgendwo anders bestellen würdest, also bei Amazon oder so. Und ich bin, und das wollte ich damit sagen, eben so dankbar, dass die Leute das wirklich wertschätzen, dass ich sehe an den Vorbestellungen, dass die wirklich bei mir direkt bestellen. Das finde ich total schön, weil ich das für die Leute einfach, das ist einfach toll. Ich finde es, also da haben wir ja schon letztes Jahr, also mit Sternenstaub, sind wir da auf der gleichen Vibe auch, ja. Denn genau. Wir haben auch gesagt, dass in unserem Plattenlabel, nein, Amazon ist es auch mit Klangei, nicht Amazon, sondern wirklich eben, das gibt es bei uns und bei Partnern. Und das wollen wir so beibehalten, einfach auch aus diesen Gründen. Und ich finde es auch so schön. Also da ist wirklich jetzt auch die Zeit reif dafür, dass die Leute das auch würdigen und auch gerne machen. Und ja. Dass die Response wirklich so stark ist. Und dann auch bei den Konzerten, was du da gibst, ja, und das ist nur schön. Mhm. Wir haben noch etwas, ja, fürs Konzert. Es gibt ja auch ein Gewinnspiel, ja, das wir schon vor einigen Tagen, hast du das gepostet, ja? Genau. Erzähl,
Bitte, Patrick. Dosen. Und das ist das neue Album vor der Veröffentlichung. Das bedeutet, das Gewinnspiel ist nächste Woche, seit eine Woche vor der Veröffentlichung verschicke ich dann Leipzig, die natürlich ein ganzes Paket mit einem Aufwand und zusätzliche Tickets zum großen Konzert. Das bedeutet, also es werden drei Gewinner gelost und jeder von diesen drei Gewinnern bekommt eine Freikarte im Backstage-Führung. Das bedeutet, es ist vor einer, bekommt eine Führung im Backstage-Bereich, kann sich das Ganze anschauen und bekommt von jedem einen Antrag zugeschickt. Und es gibt diesen Beitrag schon, wo man das Plakat teilen kann. Das ist von letzter Woche. Wenn ihr auf der Seeum-Seite seid oder bei Breaking Music, seht ihr, das ist ein großes Tourplakat und da steht Gewinnspiel als Post und das könnt ihr teilen. Oder aber ihr teilt jetzt das neue Video Goldenes Herz, das wir heute veröffentlicht haben. Und unter allen, die das teilen, wird weiterhin verlost. Das bedeutet, zwei von den Leuten, die das Poster geteilt haben, bekommen einen Preis und einer von denen, die heute das Video noch teilen. Wie schön. Also ich habe jetzt über weite Teile gar nichts verstanden, leider. Es war total abgehakt. Jetzt habe ich mal in die Runde gefragt, hört ihr uns und seht ihr uns gut? Bitte um kurze Response, denn ich habe jetzt wirklich kaum etwas verstanden. Das hat sich cool angehört. Und ich konnte den Gesamtzusammenhang irgendwie herausfinden. Aber bitte um kurze Response. Ah, okay. Nein, leider viele Tonstörungen. Okay. Danke, Stefanie. Das ist sehr nett, dass du uns Bescheid sagst. Jetzt ist die Frage, was haben Sie verstanden und was nicht? Vielleicht noch einmal. Hört ihr den Patrick gut? Also beim Patrick waren jetzt offenbar die Tonstörungen. Hört ihr mich normal? Ich warte mal kurz. Ja, ja, klar. Okay, in jedem Fall fasse ich dann nochmal zusammen, sollte man mich besser verstehen. Ah, die Kerstin schreibt auch, sehen ja, nur leider höre ich Patrick nicht immer. Okay, dann ist es leider auch für alle so, wenn ich dich schlecht höre, dass es für alle auch so ist. Probieren wir es nochmal, es schwankt nämlich sehr von der Verbindung, dass wir erklären, also das Gewinnspiel ist jetzt dann sicherlich nicht durchgekommen, ja, dass wir da nochmal sagen, was zu teilen ist, ja. Ich versuche nur, ich zu sagen, wir haben ein Gewinnspiel. Aha, okay, mich versteht man gut. Danke, Liane, das ist sehr nett, dass du uns Bescheid sagst. Als in Furt ist die Internetverbindung besser. Ich glaub's nicht, ja. Das ist eine Premiere. Dankeschön. Lavia, danke schön, dass du mich gut hörst. Also, das Gewinnspiel läuft folgendermaßen. Ich habe unten schon das Bild gepostet, dass ihr teilen könnt. Wenn ihr das teilt, dann habt ihr die Chance, Tickets zu gewinnen. Das steht aber alles dabei bei diesem Post, ja? Und ihr habt auch die Chance zu gewinnen, wenn ihr entweder dieses Video, das wir gerade machen, oder auch das Video Goldenes Herz, glaube ich, wenn ich richtig verstanden habe, Patrick, ja? Mhm. Ja? Wenn ihr das teilt, dann zählen wir das auch dazu. Wir freuen uns einfach, wenn ihr die Vibes weiter verbreitet und so diese Ideen multipliziert. Und wenn wir so noch mehr gemeinsam feiern. Wir haben noch Plätze frei beim Konzert und freuen uns riesig über alle, denen wir live begegnen. Lieber Patrick, pass auf, was habe ich noch in meinem Schummelzettel? Ja? Ja, was mich bei dir einfach wirklich interessiert. Ja? Du hast in einem Video so schön erzählt über deine Vision Boards. Ja. Und das Leute ansprechen, ich bin ja so neugierig, am liebsten würde ich sie sehen sofort, ja, weil du sagtest, dass dich Leute ansprechen, dass die wirken wie Bilder, also ja, dass Leute zu machen sind, ja, und jetzt einerseits möchte ich deine Vision Board sehen, andererseits interessiert mich einfach, ja, und sicherlich viele, und auch wenn du das immer wieder in deinen Liedern natürlich durchklingt, aber so deine Vision und deine Mission. Sehr gerne. Schau mal, ob ich dich hochkriegen kann, damit du das siehst. Wir testen es mal kurz. Warte. Ah, oh, du warst. Ja, sehr schön. Okay. So. Warte.
So. Ich habe 10. Okay. Genau, das wäre jetzt ein Vision Board. Okay. So, ja. Und hier habe ich zum Beispiel noch mal eins. Warte. Okay. Wow. Ich hoffe, ich bin nicht zu abgehackt jetzt. Also wenn es für die anderen auch so ist, dann geht es gerade gut. Und meine Vision und meine Mission ist halt einfach, die Herzen zu berühren und die Menschen an ihre Potenziale zu erinnern. Also mir ist es, heb am besten die Hand, wenn ich abgehackt bin, dann weiß ich gleich, dass ich stoppen muss. Okay. Nein, ist gut momentan. Okay, gut. Ganz wichtig für mich ist einfach, dass ich einen Gegenpol setze zu dem, was so oft vermittelt wird, nämlich Kritik und Oberflächlichkeit. Ich finde, wenn man in die Tiefe geht mit den Menschen in der Musik und die Menschen daran erinnert, zu was sie in der Lage sind, dann hat Musik für mich persönlich den tiefsten und nachhaltigsten Effekt. Ja, genau, jetzt war es schon wieder ein bisschen abgehackt, ja. Mhm. Dass jemand im Idealfall das Lied hört und dadurch so viel für sich selbst mitnimmt, dass es sein Leben verändert durch seine eigene Handlung und seine eigene Erkenntnis. Und das fand ich bei Samurai eben auch ganz, ganz wichtig, dass man die Menschen an ihre Kraft erinnert und die Kraft in allen Bereichen, sowohl Liebe als auch Selbstentfaltung und den eigenen Weg eben wirklich voller Mut zu gehen. Und darum geht's in meiner Musik sehr häufig. Und das verfeinere ich gerade immer mehr und mehr, um den Menschen einfach Mut und Kraft für ihre eigenen Wege zu geben. Du sagst es so schön, sie zu erinnern, ja, an das Potenzial, ja, und den Mut zu geben, dass sie das auch wirklich leben, ja. Und ich finde es, also für mich ist auch da Musik, also alles, ja, in letzter Konsequenz, ja, ist natürlich alles Schwingung, aber gerade mit Musik kannst du natürlich sehr, sehr gut auch die Herzen berühren und mit deinen Texten so und so. Und ihnen wirklich auch den Mut zu geben, dass sie ihre Potenziale leben. Und ja, für mich bist du da ein Samurai, der seinen Weg geht und den Weg von Herzen geht, ja, und Brücken schlägt zu anderen Herzen. Und ihnen auch diesen Funken mitgibt, ja, den Sternenstaub. Ja, so wirklich einfach nur schön. Lieber Patrick, ja, ich freue mich total auf diesen Abend, diese Nacht, ja, und die Menschen, denen wir begegnen. Du weißt ja, für mich ist eines meiner Lieblingswörter ist Konnexion, dieses deutsche Wort, das so vergessen wurde. Denn diese Verbundenheit, ja, eben mit diesem Potenzial oder mit all dem, was ist, ja, das zu leben, das ist wirklich einfach nur Freude. Danke, dass du da so viel beiträgst, ja, und so vielen Menschen Mut gibst. Liebe. Und ja, bitte nochmal. Liebend gerne, sagt ich. Oh, ja. Gibt es noch etwas, was dir ganz wichtig ist zu sagen? Mich würde interessieren, ob es Fragen gibt. Wenn die Leute, die gerade zuschauen, vielleicht noch was auf dem Herzen haben, könnten wir jetzt nämlich noch Fragen beantworten. Ja, insofern ihr uns gut hört. Jetzt funktioniert es wieder gut. Es ist wirklich ganz lustig. Es ist manchmal total abgehakt und dann wieder sehr gut. Ich habe im Moment noch keine Frage da. Vielleicht mag okay. noch jemand eine Frage stellen. Warten wir noch eine kurze Sekunde. Denn es sind doch viele Zuseher dabei. Ja? Ich glaube, wir haben jetzt so, sie ist nicht hier. Also was ich noch erzählen kann. Anders kommentieren. Bitte ins Video klicken, denn nur dann sehen wir es, ja. So, ich kann euch noch kurz was erzählen zur Mission oder Vision. Meine große Vision, wie man ja auf den Vision Boards auch sieht, ist, dass ich mit einem Orchester auftrete und in Theatersälen in Deutschland und Österreich und der Schweiz unterwegs bin. Deine Frage wird gleich beantwortet, Diane. Sehr gute Frage. Und dieses Orchester, das formt sich gerade von selbst. Das ist total schön. Also ich habe mittlerweile schon eine Geigerin, das ist die Rahel. Und die Rahel kommt aus der Schweiz. Die hat mich beim Konzert in Zürich mich live mit der Geige begleitet. Da gibt es auch ein Video auf YouTube, Geigenkonzert, so heißt es. Und ich habe meinen Pianisten, also meinen
Komponisten, mit dem ich immer zusammen komponiert, der wird mich am Flügel in Köln bei einem Theater begleiten. Und so entsteht dieses Orchester langsam von ganz von selbst. Und das ist super spannend, dass man das eben nicht bucht, sondern dass das einfach sich von selbst findet. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Also ich sehe dich schon mit dem Orchester auf einer wundervollen Bühne. Und ja, das ist schon sehr nahe. Ja. Ich habe jetzt zwei Fragen darüber, Patrick. Die erste, wann kommt das geplante zweite Buch? Von deiner Winter. Im Winter wird es rauskommen. Ich bin schon ganz fleißig dabei. Es war eigentlich schon fertig. Ich habe es jetzt aber nochmal über den Haufen geworfen und schreibe es nochmal um. Und es bezieht sich auch auf Samurai. Es wird wahrscheinlich Zwischen den Welten sogar heißen. Es ist aber noch nicht ganz sicher. Es kommt auf jeden Fall im Winter. Und ein paar Kapitel fehlen mir noch. Ein paar wollen jetzt noch ergänzt werden. Ich schreibe es jetzt im Sommer fertig. Und es wird wieder über den Shima Medienverlag veröffentlicht werden. Und wird im Winter erscheinen. Wunderbar. Die zweite Frage, die ich habe von der Lavia. Wo nimmst du die Ausdauer her, so lange durchzuhalten? Das bewundere ich. Danke, Lavia. Das muss ich irgendwie tun. Ich habe festgestellt, ich kann nicht anders. Also selbst wenn ich in den schwierigsten Situationen war, ich hatte ja gar kein Geld, ich war verschuldet. Ich wollte ein neues Album machen und habe dann irgendwie mir von Freunden nochmal Geld ausgeliehen, um nochmal ein Album zu machen. Und habe wirklich Jahr für Jahr immer drauf gezahlt, Minus und Minus gemacht dafür. Und wusste aber, wenn ich das nicht mache, dann fühlt sich mein Leben irgendwie nicht richtig gelebt an, irgendwo sinnlos. Und deshalb musste ich das einfach tun. Und daher kam eben auch dieser Satz, ich weiß, wer ich bin und ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich es schaffe, ich weiß bloß nicht wann. Und so musste ich einfach weiter. Ja. Dieses tiefe Wissen, ja, dass das einfach ist und das einem wirklich auch den Mut und die Kraft gibt, dass das zu leben, ja. Und so schön, ja, was sich da entwickelt hat, oder? Voll, total, total. Und deshalb kann ich die Menschen auch so gut verstehen, weil ich den Weg halt so lang gegangen bin. Und wenn mir Menschen auch im Seminar erzählen oder privat erzählen, ich glaube nicht, dass ich das schaffe, weil der Weg ist noch so weit und es ist so hart und es ist so schwer, kann ich dir immer und immer wieder sagen, geh einfach weiter und du wirst es schaffen, weil ich halt genau diesen Weg gegangen bin, halt auf meine Art und Weise und ich weiß einfach, was es bedeutet. Hallo Bettina! Hallo Bettina! Ja, diese Ausdauer und die Kraft aus der Freude ist es sicherlich auch, ja, und aus dem, das wirklich, das tiefe Wissen, dass du das leben musst und deinen Sinn einfach, ja, das ist wirklich deine Aufgabe, gefunden und lebst sie und hast dich auch nicht irritieren lassen, ja, durch äußere Einflüsse, ja. Und das ist bis heute so, also wenn ich eine Idee habe für einen Songtext zum Beispiel, da kann um mich rum sein, was will, also du könntest mich einladen auf den See, ja, das ist doch immer so, wenn ich da die Idee habe, dann schreibe ich, also da kann ich nichts anderes machen, so, das ist sehr schön. Bitte nochmal, jetzt war wieder abgehakt. Ja. Also ich sagte, wenn ich die Idee habe, die ich schreiben muss, dann muss ich einfach schreiben. Also dann bleibt für mich keine Option, was anderes zu tun. Und so war das halt immer, wenn Freunde dann Party machen gehen oder an den See fahren oder irgendwie irgendwas Tolles machen so. Und ich habe aber eine Idee, dann muss ich schreiben. Und dann ist es eben kein Verzichten, sondern dann ist es einfach der Drang, dieser Freude zu folgen. Was für ein Satz, der Drang, dieser Freude zu folgen, ja. Oh, ja, danke schön. Also es sind so schöne Kommentare jetzt. Deswegen bist du glaubwürdig. Danke, schreibt die Christiane. Danke, Christiane. Kerstin schreibt, deine Texte sind einfach toll. Dankeschön. Vielen Dank, Kerstin. Ich schaue nur, ob ich irgendwelche Kommentare übersehen habe, aber ich glaube, ich habe alle. Mhm. Und lieber Patrick, ich glaube, dass viele... Ah, Dario? Ah, noch ein Kommentar von der Carmen. Hey, ich habe dich bei Veit Lindau erlebt, so toll. Cool, bei der Summer Celebration. Cool, das war ja 2014, glaube ich. Ah, 2014, ja. Und das ist sicherlich jedes Konzert von dir bleibt absolut unvergessen, ja, weil es eben bei weitem mehr ist als ein Konzert, das ich konsumiere, sondern weil da einfach spezielle Vibes entstehen und diese Verbundenheit, diese Konnexion so stark ist, ja, und wirklich ein Feld entsteht.
geht, ja. Das ist so stark spürbar, dieses Feld, das, und es gibt auch Kraft, ja. Es wirklich gibt Kraft, die eigenen Ideen dann zu realisieren, und du bist wirklich ein Mutmacher und Samurai der ganz, ganz besonderen Art. Danke dir dafür, Patrick. Danke dir, Yvonne. Vielen, vielen Dank. Ja, okay. Ja, lieber, ich glaube, dass da dass das Wesentliche war, ja, für das Konzert, und dass die Verstimmung und Vorfreude auch sicherlich rübergesprungen ist zu den Leuten. Und dass auch ein abgehackter Ton einfach nichts daran hindern kann, ja, sondern eben diese Vibes kommen überall durch. Und dafür danke ich dir für die Zeit jetzt. Und es ist eine Vorfeier, ja, auf das nächste Mal am 16. Und das eben mit diesen tollen Überraschungen on stage und hinter der Bühne. Ah ja, für diejenigen, die das Ticket gewinnen, die haben wir da speziell bekommen, die war es auch hinter der Bühne, gell? Genau, die dürfen früher rein und bekommen eine Backstage-Führung im Theater mit uns. Oh, wie schön. Ah, jetzt hat sich da noch eine Frage eingestellt. Und zwar von der Kerstin nochmal. Patrick, kommst du auch mal in die Nähe von Bayreuth? Wo ist denn Bayreuth? Warte, ich muss das mal googeln. Ich weiß gar nicht, wo Bayreuth ist. Moment, ich schaue mir das kurz an. Okay, der Patrick schaut. Die Stefanie freut sich auf Köln, schreibt sie, auch wenn es noch lange hin ist. In Köln bin ich viel begleitet. Das wird auch ganz speziell. Oh, okay. Deine Musik und deine Texte haben mir sehr schnell gefallen und begleiten mich, schreibt sie auch. Ah, schön, danke. Wow, super cool. Also ich habe jetzt gesehen, wo Bayreuth ist. bisher waren wir noch nicht da und ich habe jetzt auch noch nichts geplant. Aber wer hat die Frage gestellt nochmal? Wie heißt die Dame? Kerstin. Kerstin. Ja, Kerstin, wenn du in Bayreuth lebst und du kennst irgendwo eine Location, ein kleines Theater oder einen schönen Saal für 100 oder 200 oder 300 Personen, dann schick mir einfach eine Facebook-Nachricht, dann realisieren wir das und kommen nach Bayreuth nächstes Jahr, okay? Wow. Dann sind das neue Bayreuther Festspiele, denn die gibt es, soweit ich weiß, ja. Wie schön, ja, so hat sich ein neues Konzert auch noch als krönender Abschluss ergeben, ja. Und die Ideen laufen. Ja. Ach, schön. Ja, Patrick, also ich danke dir nochmal vom Herzen für das tolle, tolle erste Live-Video und bin sicher, dass da noch viele, viele, viele weitere folgen. Ich wünsche dir alles super. Ah, die Kai Kerstin schreibt noch, ey, super, das mache ich, vielen Dank. Super. Danke auch allen, die dabei waren und sind, und freue mich besonders, wenn wir uns live begegnen und gemeinsam tanzen, das Leben feiern und die Geburtsstunde der neuen CD feiern und den Samurai in uns so richtig entfachen und den Mut haben, unsere Ideen zu realisieren. Patrick, danke dir noch einmal. Es ist einfach schön mit dir. Ich freue mich drauf, dich bald wieder live zu umarmen. Drück mir bitte die Johanna. Und sicherlich auch dicke Umarmung von Andi und Bettina. Wir freuen uns unglaublich auf dich. Danke. Wir freuen uns auch sehr auf euch und auf alle, die dabei sind. Dann sehen wir uns in 2 Wochen. Und danke dir fürs Organisieren von dem schönen Live-Video, Yvonne. So gerne, Patrick. Also, ihr Lieben. Ciao. Bis bald. Danke euch. Ciao. So, jetzt muss ich doch noch beenden, finden. Ah, da ist es. Okay.